ฮัลโหลฮัลโหลมิเตนันเดออิกบินยาสมินลิปเอทิรามิสูฮอยเตมาคิอิกทิรามิสูฟอทรายซิเกสเตอุนไทเลออยแกนเนไมรีเซปมิดเอาเอสเทสเบโนติเกนเบียตรายชื่อเซลสมอาบายเทนIn der erste Schüssel mischen wir Ei und Zucker. In der zweiten Schüssel schlagen wir Sahne, bis sie schaumig wird. Und in der dritten Schüssel schlagen wir das Eiweiß, bis es steif ist und Schnee bildet. Und jetzt ist das Rezept.Mixe gerade ran. Und dann füge ich zwei Packungen Rahmhalter hinzu, damit es dicker wird. Dann einfach weiter mixen, bis die Konsistenz perfekt ist.Dann stelle ich es für einen Moment beiseite. Mascarpone. In ein anderes Schüssel vermische ich Eigelb, Zucker und Vanillezucker. Dann füge ich Mascarpone hinzu und mixe alles zusammen. Jetzt kommt die vorbereitete Sahne dazu.Zusammen mischen. Und danach der geschlagene Eischnee.Alles gut zusammen mischen. Wenn alles gut gemischt ist, schaut es aus wie eine cremige Masse. Dann fülle ich diese Creme in einen spitzen Plastikbeutel. So. Ja.So machen kann ein bisschen mehr füllen. Ja, so. Jetzt habe ich genug. Ja. So, man benötigt auch diese Spitze von einem Cupcake-Beutel.Die Creme in die Schüssel zu füllen. Das sind Löffel Biskuit. Das ist Espresso-Kaffee. Ich habe 500 ml vorbereitet. Ich tauche die Löffel Biskuit in den Kaffee und lege sie dann in die Becke.Es ist okay, kleinere Stücke abzubrechen. Ich setze weiter und mache alles fertig.
the next day. Jetzt wird es am spaßesten. Ich drücke die Creme aus dem Beutel und fülle sie in die Becke. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich Cupcake mache. Dann streue ich Kakaopulver darüber. Das macht Spaß und sieht langsam immer schöner aus. Dann mache ich gleich noch eine Schicht mehr. Auch wichtig ist, dass Sie genug Espresso-Kaffee haben. Letzte Schicht. Insgesamt haben wir jetzt 2 Schichten. Und zum Schluss noch etwas Kakaopulver darüber streuen. Fertig! Ciao, sehr lecker! Ahoi! Ich möchte es schon essen!